Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, Sie haben die Mittagspause gut überstanden und sind gestärkt dafür, dass wir ins Finale gehen unseres Werkstattgespräches Dienstpflicht. Mein Name ist Johann Wadephul, ich bin Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender unserer Fraktion für die Bereiche Außenpolitik und Verteidigung. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier miteinander die Ergebnisse besprechen können, eines intensiven, wie ich aus allen Gruppen gehört habe, Vormittages. Ich habe jetzt hier gerade eben beim Imbiss schon zwei Stimmen gehört, die einander widersprachen in der Position. Da sagte der eine, ich bin hierher gekommen und war für ein rechtlich verpflichtendes, bindendes Ja. Danach habe ich Zweifel jetzt nach unseren Gesprächen. Und Sie können sich das vorstellen, ich habe eine weibliche Stimme gehört, die gesagt hat, ach, ich habe erst gedacht, das müssen wir mal ganz unverbindlich vielleicht machen und ich glaube, wir müssen doch verbindlicher, auch rechtlich verbindlicher werden. Das ist eine der Fragen, die uns heute Nachmittag, aber auch in der weiteren Diskussion beschäftigen wird. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt einsteigen können. Eine Sache möchte ich mit auf den Weg geben, für uns alle, auch darüber hinaus, etwas in Überschreitung meiner eigentlichen Kompetenzen. Fast alle sind sich in einem einig, wir müssen über den Begriff nochmal miteinander nachdenken. Aber so einig, wie wir uns darüber sind, habe ich auch schon unterschiedliche Vorschläge gehört. Bürgerjahr, Dienstjahr, Dienst für Deutschland. Ach, ich kann es gar nicht alles wiederholen. Ich habe ungefähr 7, 8 Vorschläge jetzt schon gehört. Fast alle fand ich hochinteressant. Wie gesagt, einig waren sich fast alle darin, dass wir darüber eben halt auch nochmal sprechen sollten. Und deswegen rufe ich jetzt mal einen inoffiziellen Wettbewerb aus. Unter allen, die daran teilnehmen mögen, bitte verteilen Sie es auch oder teilen Sie es in den sozialen Medien, welches der beste Begriff ist. Und der oder die Gewinnerin wird einen ganz tollen Preis bekommen. Da bin ich ganz sicher, da werden wir uns nachher bei AKK dafür einsetzen. Genaue Versprechungen machen Politiker ja nicht so gerne, aber es wird was Tolles sein. Es lohnt sich, ich glaube, um diese Idee voranzubringen. So, steigen wir ein und schauen uns an. Da gehen wir ganz arithmetisch vor. Werkstatt 1. Jens Kreuter wird uns vorstellen, für und wieder die Dienstpflicht, rechtliche Grundlagen und politische Überlegungen. Ich darf Sie herzlich einladen, zu mir zu kommen und Ihre Präsentation uns allen vorzustellen. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Wadephul. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen aus einer sehr angeregten Diskussion in einer großen Gruppe, mit etwa 40 Menschen, kurz berichten zu können. Wir haben ein wirkliches Ergebnis erreicht, das in einem ersten Satz, wenn wir die Folie vielleicht einblenden können, sehr unscheinbar daherkommt. Ich hätte gerne die nächste Folie, bitte. Ja. Ein wirkliches Ergebnis, das auch einen Durchbruch darstellt. Wir haben nämlich einen Konsens in der Gruppe erzielt, dahingehend, dass die Einführung einer Dienstpflicht wäre, ob man es will oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber wenn man es wollen würde, wäre sie rechtlich möglich. Insbesondere gibt es keinerlei Europäische Menschenrechtskonvention oder sonst irgendetwas Übergeordnetes, das das verhindern würde. Das haben wir als Öffnung verstanden. Das eröffnet nämlich die Möglichkeit, politisch dann darüber zu diskutieren, ob das gewollt ist oder nicht. Die Juristen haben an dieser Stelle eben klar festgehalten, es gibt kein Denk- und Redeverbot. Aber auch das war Konsens, eine solche Einführung sollte nur auf dem Wege einer Grundgesetzänderung erfolgen. Es gibt Denkansätze, wie auch im bestehenden Kompetenzrahmen der Bund vielleicht eine Kompetenz haben könnte, angesichts der ja mit Sicherheit dann anstehenden verfassungsgerichtlichen Überprüfbarkeit. Es würde ja ganz sicher irgendjemand klagen, raten wir, das war auch Konsens, von solchen Wegen ab. Der sichere Weg wäre der Weg einer Grundgesetzänderung. Der Absatz da ist beabsichtigt, wenn ich wirklich deutlich mache, das würde ich sagen, war das große Ergebnis der Arbeitsgruppe. Alles andere ist auch wichtig, aber angesichts der bisherigen Diskussion ist das ein wirklich wichtiger Schritt, weil er nämlich nochmal es ermöglicht, künftig inhaltlich zu diskutieren.
Wir sind bei der rechtlichen Klärung. Die Einführung über die Schulpflicht ist aus praktischen Gründen von uns verworfen worden, hätte auch rechtliche Schwierigkeiten, aber allein die Vorstellung, dass in Brandenburg es ein Dienstpflichtjahr geben würde und in Berlin nicht, ist ja nicht zielführend. Deswegen haben wir das nicht weiter verfolgt. Wir haben auch nicht weiter das Thema Wehrpflicht verfolgt, Diskussion, die man um ihrer Eigenwillen führen kann, die allein schon deshalb zu unserem Thema heute nicht wirklich zielführend beiträgt, weil die Wehrpflicht nach dem geltenden Grundgesetz ganz klar nur für Männer gelten würde und auch ganz klar nur für deutsche Staatsbürger. Und spätestens da ist klar, wenn wir sagen, es geht bei der Idee eines Dienstjahres um sozialen Zusammenhalt, würden wir sicher nicht nur an Deutsche denken wollen. Wichtig als letztes, innerhalb des Pflichtrahmens wäre ein größtmögliches Maß, ein großes Maß an Freiwilligkeit vorzusehen. Das war im Zivildienst auch schon so. Das ist völlig selbstverständlich. Es müsste ein absolutes Recht der Einsatzstellen geben, sich selbst auszusuchen, wer bei ihnen den Dienst macht. Ja, keine Einsatzstelle muss Angst haben, dass jemand da ist, den sie nicht gebrauchen können, den sie nicht haben wollen. Und genauso müsste es möglich sein, wie es im Zivildienst auch zu 98% gelungen ist, dass die Dienstpflichtigen sich selbst aussuchen, wo sie ihren Dienst leisten, aus einer ganz großen Fülle von verschiedenen Möglichkeiten. Nächste Folie. Wir haben dann eine kurz die inhaltliche Diskussion geführt, kurz deshalb, nicht weil wir sie dann schon am Schluss geführt hätten, sondern weil klar ist, diese Diskussion wird uns alle, wird unsere Gesellschaft, wird die Partei weiter beschäftigen. Ein paar Argumente, die genannt worden sind, gegen einen Pflichtdienst, ist das Freiheitsverständnis. Natürlich wäre ein Pflichtdienst ein Eingriff in Freiheitsrechte der Betroffenen. Die Frage des Generationenverhältnisses wurde gestellt. Warum eigentlich gerade schon wieder die Jungen? Das kam heute Morgen bei Frau Welzkopf der Feier auch schon zur Sprache. Und auch der Gedanke, ob für eine lebenslange Freiwilligkeit man einen Dienst tut, wenn man am Anfang eine Pflicht setzt, ist formuliert worden mit der Sorge, dass das möglicherweise nicht sein könnte. Für den Pflichtdienst, das haben wir heute Morgen im Wesentlichen schon gehört, Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts über Müllgrenzen hinweg, die Lernerfahrung, alle werden gebraucht, gerade für Menschen, die diese Erfahrung bisher in ihrem Leben nicht gemacht haben. Ein Orientierungsangebot, ich glaube, das ist ganz wichtig für alle, die mit jungen Menschen zu tun haben, die viele nach der Schule nicht so recht wissen, wie es weitergehen soll. Wenn es da eine Struktur gibt, ein Orientierungsangebot, wäre das gut. Und als Argument, das ist kein Ergebnis, sondern es ist ein Argument, dem widersprochen worden ist, der Aspekt, das Ganze nicht als Last zu sehen, sondern auch da durchaus aus der Erfahrung nicht nur aller Freiwilligendienstleistenden, sondern auch aller derjenigen, die bis vor 7 Jahren Wehrpflicht oder Zivildienst geleistet haben, dass die Menschen das ganz oft, ganz regelmäßig für sich als Bereicherung die Zeit erfunden haben. Auch wenn es vorher als Pflicht vor einem stand, war es nachher eine Bereicherung, eine positive Erfahrung, auch das spricht dafür. Diese Überschrift deutet schon ein bisschen an, was wir dann, wo die Schwierigkeiten der weiteren Diskussion waren. Wenn wir sagen, eine Einführung eines Pflichtdienstes sollte, wenn dann als Grundgesetzänderung erfolgen, ist klar, das wird nicht morgen und übermorgen passieren, wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Deswegen haben wir uns bewusst Gedanken gemacht über die Jetztzeit. Man kann das als Zwei-Stufen-Modell bezeichnen. Die Klammer, das Fragezeichen steht deswegen da, weil das ist ein Zwei-Stufen-Modell, ist es nur für diejenigen, die als zweite Stufe dann den Pflichtdienst wollen. Diejenigen, die sagen, nein, es spricht politisch mehr gegen den Pflichtdienst, für die bleibt es dann bei dieser ersten Stufe der Stärkung der Freiwilligendienste. Zusammenführung, bei uns war der Begriff Deutschland ja als ein Angebot, ein Wettbewerbsbeitrag hier. In dem dann ein staatlicher Überbau, ein Rahmenprogramm, die jetzige, von einigen als zersplittert wahrgenommene Landschaft der Freiwilligendienste ordnen könnte, mit einer ausreichenden Finanzierung, ein Angebot für wirklich alle Interessierte. Es gibt die Idee eines Rechtsanspruchs auf einen Freiwilligendienstplatz, also wenn sich Freiwilliger und Träger einig sind, dass sie dann auf jeden Fall die Finanzierung kriegen. Das ist im Moment nicht so, sondern im Moment ist das die staatliche Förderung irgendwann am Ende und dann war es das auch. Wir haben über Stärkung von Anreizsystemen für mehr Freiwilligkeit diskutiert. Das ist eine kleine Auflistung von Ideen, Zukunftskonto,
lebenslange Betrachtung, was hast du eigentlich schon für die Gesellschaft beigetragen, immer als Frage, wenn die Gesellschaft etwas zurückgeben soll, Vorteile, vielleicht bei der Studienplatzvergabe, Meister-BAföG, freie Bahnfahrt etc. Ich will erwähnen, dass es hier auch durchaus die Gegenfrage gegeben hat, wie viel Materielles soll da mitspielen. Es ist kontrovers diskutiert worden, wenn sich die Leistungen, die ein Freiwilligendienstleistender erhält, sehr nah an das annähern, was zum Beispiel eine Krankenpflegeschülerin während der Ausbildung als Ausbildungsvergütung erhält. Ist das noch gut? Das kann man unterschiedlich beantworten, aber die Frage sollte man, glaube ich, im Blick halten. Wenn es ein Freiwilligendienst sein soll, wann ist die Grenze zu einem bezahlten Dienst? Und als letztes, wenn ich das noch einmal kurz sehen darf, ist verschiedentlich Bezug genommen worden auf das französische Modell, das vorsieht, dass alle am Ende der Schulzeit ein vierwöchiges Pflichtsozialpraktikum machen müssen, das darauf angelegt ist, Kontakte herzustellen und in ein längerfristiges Engagement zu führen. Das so als eine Idee, wie man unterhalb der Einführung eines Pflichtjahres über das Grundgesetz Änderung hier vielleicht die Diskussion weiterbringen könnte. Vielen Dank. Vielen Dank an Sie für den. Ja, ich würde Ihnen die Möglichkeit geben, sich noch einen Augenblick zu setzen und dann versammeln wir uns gleich nochmal wieder zu einer Diskussionsrunde, weil ich es für das Beste halte, wenn wir jetzt erstmal nacheinander uns die Ergebnisse aller drei Foren anhören. Und dann ist meine herzliche Einladung an Bettina Wiesmann zu mir zu kommen. Die Sicht der Jugendlichen, Stärkung der Freiwilligendienste oder Dienstpflicht für alle. Und wenn Dienstpflicht, zu welchen Bedingungen? Bettina leitet unseren Bundesfachausschuss gesellschaftlicher Zusammenhalt und du hast das Wort. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank. In der Darstellung der ersten Werkstattsergebnisse konnte man ja auch schon viele wichtige Punkte hier erkennen. Einige davon haben wir auch diskutiert. Ich will vielleicht kurz sagen, wir haben uns noch nicht auf ein abschließendes Votum zum Für oder Wider einer Dienstpflicht durchringen können. Das ist ja auch nicht, vielleicht nicht überraschend. Aber wir haben zunächst darüber gesprochen, dass wir auf jeden Fall die Freiwilligendienste als etwas sehr Wertvolles auch weiter gestärkt sehen wollen. Und der eine oder andere hat daraus auch den Punkt abgeleitet, auf den ich vielleicht noch kurz kommen möchte, nämlich doch zu sagen, dass ein wirklich wahrhaftig empfundenes, nachhaltiges, sozial-integratives Engagement tatsächlich nur auf Basis von Freiwilligkeit gedeihen könne. Daraus speiste sich sozusagen für diejenigen, die das stark gemacht haben, eine gewisse Skepsis gegenüber der Dienstpflicht aus sozusagen Prinzip. Und im Weiteren haben wir uns dann darauf verständigt, dass wir einfach das einen Moment stehen lassen und auf der anderen Seite aber, also erst noch weitere Argumente aufführen, aber auf der anderen Seite dann sagen, es könnte, und es haben andere vertreten, auch so sein, dass wir um die Dienstpflicht bei allem Positiven der Freiwilligendienste und des Ehrenamts, was wir schon haben, nicht drumherum kommen. Und darauf will ich vielleicht noch kurz abheben. Also wenn die einen gesagt haben, es geht sozusagen nur mit tief empfundener und stets immer im Vordergrund stehender Freiwilligkeit und wir wollen auch auf keinen Fall gefährden, was wir an freiwilligen Systemen und Möglichkeiten schon haben. Und da könnten wir auch noch sehr viel mehr machen, um das auszubauen. Auch das ist ja schon angeklungen. Zum Beispiel durch die bedarfsgerechte Finanzierung oder gar die Einführung eines Rechtsanspruches, zum Beispiel auch durch weitere Anerkennungsinstrumente, will ich gar nicht ausführen, dann haben andere dem entgegengehalten, dass es sozusagen einen Kick gibt oder einen besonderen Beitrag, den die Dienstpflicht schon noch leisten kann, dass sie nämlich, weil sie doch versucht, so gut die Freiwilligendienste das auch schon machen, doch tatsächlich jeden zu erreichen, auch Gruppen am Rande der Gesellschaft oder solche, die von selber aus eigenem Antrieb oder durch das Engagement ihrer Elternhäuser eben nicht dazu kommen, sozusagen die Angebote zu nutzen, die schon da sind. Und dass dadurch auch in Zeiten, wo vieles an sozusagen Klammern in unserer Gesellschaft weggefallen ist, sich viele Tendenzen zeigen, dass Menschen und Gruppen sich in ihre eigenen Echokammern oder Teile der Gesellschaft verabschieden, dass sozusagen die Zusammenführung durch, der Zusammenhalt durch gemeinsames Erleben, durch Dinge, die man mit anderen teilt, in die man nicht hineingeboren ist, mit anderen, die man sonst nicht treffen würde, dass dieses über eben verschiedene Einstellungen, verschiedene soziale Kontexte, verschiedene Herkunft auch hinweg einen besonderen Beitrag zum Fortbestand dieses empfundenen gesellschaftlichen Zusammenhalts leisten könnte. Das war eigentlich sozusagen der Hauptaspekt, der auch nochmal hier aus Sicht der Jugendlichen oder in der Perspektive der Jugendlichen, einige waren auch da, im Vordergrund gestanden hat.
Ein zweiter Punkt, der auch eine Rolle spielte, auch schon angeklungen, die Wünsche der Jugendlichen nach Orientierung. Wir haben ja viele Tendenzen gehabt, Schulzeit zu verkürzen. Auch Ausbildungsgänge und Studienabläufe sind gestrafft worden. Das alles führt ja nicht unbedingt dazu, dass jeder automatisch weiß, was aus ihm im Leben werden soll. Und viele Jugendliche sagen uns ja selber, dass sie sich über Gelegenheiten und Angebote freuen, sich auszuprobieren. Und auch das durchaus sozusagen in der Breite anzubieten und nicht nur für die, die sowieso schon sich den ganzen Tag fragen, was wird aus mir oder wo kann ich was machen, das schien uns auch ein, oder denjenigen, die sich so ein bisschen mehr dann doch auch für die Dienstpflicht ausgesprochen haben, ein wichtiger Punkt zu sein. Und ein letzter vielleicht noch, auch eine Antwort auf das Prinzip der Freiwilligkeit, das von vielen sehr hochgehalten wird. Hier wurde auch ein breites Angebot unter möglichst vielfältigen, eine breite Auswahl unter möglichst vielfältigen Angeboten sozusagen auch als eine Möglichkeit gesehen, durchaus noch sehr viel eigene Entscheidung hier zu erhalten. Um dann sozusagen noch auf einen gemeinsamen Pfad zu kommen, haben wir dann im zweiten Teil der Diskussion, und das ist dann auch die letzte Seite dazu, uns darüber unterhalten, wenn wir denn uns im Prinzip einigen könnten und es auch, wie wir gesehen haben, möglich wäre, eine Dienstpflicht einzuführen, wie müsste sie denn dann ausgestaltet sein? Also hier die Wenn-Dann-Überlegung, die wir angestellt haben. Das mit der Wahlfreiheit aus oder der Wahlpflicht unter möglichst vielfältigen Angeboten habe ich genannt. Es gab aber auch den Punkt, wir sollten es schaffen, dass dieses Dienstjahr vielleicht möglichst flexibel gestaltet werden könnte. Es ist tatsächlich auch so natürlich zu respektieren, dass junge Menschen sozusagen müssen ihren Pfad, ihre Entwicklung ins Leben hinein finden und es mag Umstände geben, unter denen sozusagen jetzt das Unterbrechen dieser vielleicht angelegten Kontinuität von Schulabschluss zu Ausbildung oder Studium dann das nicht rechtfertigt, dass man da sozusagen pflichtmäßig und für alle im gleichen Schema 12 Monate dazwischen schaltet. Vielleicht könnte man auch aufnehmen, den Wunsch, etwas getaktet zu machen oder vielleicht etwas zeitlich zu verschieben, einfach um hier eine größere Flexibilität einzubeziehen. Und da ist auch der Hinweis gekommen, den ich nochmal spezifisch aufgreifen möchte, vielleicht tatsächlich auch ein Lebenszeitkonto für Engagement in der Gesellschaft anzulegen, in das sozusagen auch das Dienstjahr dann einzahlen könnte, insbesondere dann, wenn man es eben auch etwas flexibler gestaltet. Es wurde gesagt, dass die finanzielle Absicherung natürlich dann auch ein wichtiger Punkt sei, denn wenn man Jugendliche davon abhält, möglichst schnell in eine vergütete Ausbildung oder auch möglichst schnell in den Arbeitsmarkt zu gehen, dann ist es natürlich eine Last, die für manche Elternhäuser eine große Last ist. Und da muss dann auch geschaut werden, war die einhellige Meinung, dass das sozusagen dann am Ende nicht eine Härte bedeutet, denn das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht dieses Engagement als eine Härte sozusagen erlebbar machen, sondern wir wollen, dass es gerne erbracht wird und sozusagen der Nutzen für alle Seiten daraus dann spürbar wird. Ein letzter Punkt, den wir auch noch diskutiert haben, soll das eigentlich sich ein schwerpunktmäßig auf unser Land fokussierte, auf die Bedürfnisse unserer Gesellschaft fokussierte Sache sein oder wollen wir das öffnen nach Europa, weltweit? Das haben wir hin und her diskutiert und am Ende sind wir dazu gekommen zu formulieren, es sollte ein schwerpunktmäßig im Innern Deutschlands sich abspielender Dienst sein, den wir dann für alle verpflichtend machen. Wir können uns vorstellen, dass wir EU, weil wir natürlich in der Mitte Europas, in dieser immer offener werdenden Welt auch uns vernetzen wollen, dass wir das auch mit europäischen Angeboten vernetzen, verzahnen. Aber wir möchten nicht aus dem Auge verlieren, dass wir einen Dienst an unserer Gesellschaft leisten wollen. Und deshalb ist sozusagen, im Übrigen gibt es ja auch noch den Punkt, der auch noch weiter unten steht, dass wir auch möchten, dass die Freiwilligendienste, die wir schon haben, sozusagen auf die Dienstpflicht angerechnet werden können. Da gibt es dann ja auch Möglichkeiten, sich in der ganzen Welt zu tummeln. Ja, ich habe einige Punkte jetzt nochmal herausgehoben. Ich konnte nicht alles nennen. Ich glaube, es wird dann auch zeitlich eng, aber ich stehe auch gerne im Anschluss noch für Fragen zur Verfügung. Es ist sehr deutlich geworden, dass wir in unserer Arbeitsgruppe, dass wir in der Perspektive der Jugendlichen in unserer Gesellschaft schon wahnsinnig viele gute Anknüpfungspunkte und erprobte Dienste ja auch haben, dass die Jugendlichen sehr engagiert sind, selbst wenn nicht alle das FSJ machen, doch ganz viele auch schon im Ehrenamt tätig sind, dass sie aber auch zeitlich unter Druck sind und ihre Lebenswege ja auch selbst in den Griff bekommen müssen. Und deshalb müssen wir, wenn wir uns dazu durchringen, sage ich mal, wir prüfen es ja gerade in dieser Veranstaltung auch und in der nachfolgenden Diskussion, wenn wir dazu kommen, eine Dienstpflicht als einen Schatz für Gemeinsamkeit und Zusammenhalt in dieser Gesellschaft wirklich einzuführen, dann müssen wir dafür sorgen, dass nicht vorne oder hinten oder parallel die guten Dinge, die wir schon haben, kaputt gemacht werden, behindert werden, diskreditiert werden, relativiert werden. Es muss da eine große Anstrengung des Zusammenführens sein. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube, wir hätten einen Vorteil davon, wenn wir es versuchen würden. Vielen Dank.
Lieben Dank, Bettina. Deutschland ist föderal organisiert und deswegen war es uns wichtig, auch Landespolitiker einzubinden und hier zu Wort kommen zu lassen. Und das wird jetzt geschehen mit unserem Fraktionsvorsitzenden im Landtag von Rheinland-Pfalz, Christian Baldorf. Christian, die Sicht der Einsatzstellen, mehr Nachwuchsgewinnung, Sensibilisierung für die Arbeitsbereiche und Attraktivität für bürgerschaftliches Engagement war das Thema der Werkstatt 3. Und ich bitte dich jetzt herzlich, hier zu mir zu kommen und uns eure Arbeitsergebnisse hier vorzustellen. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Guten Abend oder guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Johann. Jetzt ist es so, wenn man Punkt 3 hat, sind einige Dinge doppelt. Das gehört sich so, das zeigt aber, wie gut wir in der CDU verzahnt sind, dass wir durch die Wende hindurch doch zum Teil gleiche Vorstellungen haben. Und möchte an dieser Stelle eines sagen, das war am Schluss unserer Runde vor allem eine Diskussion, die Frage nämlich nach Begrifflichkeiten. Und da geht es auch um die Frage, nennt man das Dienstpflicht? Und bei uns herrschte die Meinung vor, Pflicht ist eher so was, was andere Parteien nutzen. Uns wäre es lieber, wenn wir andere Begrifflichkeiten nehmen. Wir selbst hatten ja einen Antrag auf dem Bundesparteitag eingereicht mit Deutschland ja. Man müsste wirklich intensiv darüber nachdenken, gerade beim sogenannten Wording der Partei, wie man, wenn man es will, es auch verkauft. Wir haben das in 3 Folien aufgeteilt, deshalb, weil bei der ersten Folie möchte ich darauf aufmerksam machen, das gilt für beide Bereiche, sowohl für den Fall der Freiwilligkeit, die wir schon haben, als auch für die mögliche Dienstpflicht, die danach folgt. Und haben uns unter Beteiligung und auch herzlichen Dank an die Runde derer, die die Hilfsorganisationen ja auch repräsentieren, für Folgendes ausgesprochen. Erstens einen Deutschlandtag einmal pro Jahr. Das soll ein Tag sein, der nicht dadurch geprägt ist, dass irgendwo im Kalender drin steht Ehrenamtstag oder Weltkindertag oder Ähnliches, sondern ein ganz gezielter Tag, an dem alle diese Arbeiten der Hilfs- und Rettungsorganisationen vorgestellt werden, und zwar nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern auch all denen, die älter sind und die sich durchaus dazu bequemen könnten, in diesem Bereich auch tätig zu sein. Durchaus hochgehoben, beinahe schon auf die Ebene eines Feiertages, genau, weil wir sagen, im Moment läuft es zwar mit, aber wenn wir ehrlich sind, wir reden alle über das Ehrenamt, so richtig in die Mitte ist es bisher noch nicht gestellt worden und wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, in Frankreich gibt es das zum Beispiel so nicht, das ist der erste Punkt. Das zweite ist, es wurde darauf hingewiesen, wir brauchen dringend eine bundesweite Werbekampagne, auch für die Freiwilligkeit, auch für die Vorstellung der jeweiligen Organisationen, Verbände und deren Arbeiten. Das dritte ist die bundesweite Koordination dazu. Das heißt, im Moment ist es so, dass viele Organisationen jeweils für sich werben, in unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber natürlich haben sie alle ein Ziel, dass sie in der Freiwilligkeit etwas für dieses Land leisten wollen. Und dafür brauchen wir eine Koordination. Das sind Dinge, die wir hier regeln müssten. Und dann kam der Vorschlag, den ich auch sehr charmant finde, wir machen des Öfteren mal Gesetzesfolgenabschätzungen, nicht immer, aber immer öfter, und da war es uns wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass man bei den Abschätzungen vor allem mal überprüfen muss, wie weit geht das denn dann bei den ehrenamtlichen Aktivitäten mit anheim. Da wurde vor allem ein Bereich aus der Gesundheitspolitik genannt, von einem Vertreter des Roten Kreuzes bei der Notfallversorgung. Das sind diese Dinge, die wir hier auf dieser Ebene vorschlagen würden. Wenn wir auf die nächste Folie gehen, haben wir uns ein bisschen daran orientiert, was machbar ist. Und machbar ist im Moment aus meiner Sicht eine Grundgesetzänderung so schnell nicht. Was wiederum heißt, dass wir auf jeden Fall bei der Freiwilligkeit auch nacharbeiten sollten und weiterarbeiten sollten. Wir haben zuerst die Situation, dass wir sagen, auch bei den Wartesemestern, Freiwilligenarbeit muss anerkannt werden. Das müsste man selbstverständlich übertragen, auch auf die Frage einer Ausbildung bzw. eines Meisters. Des Weiteren ist es uns ganz wichtig, darauf hinzuweisen, weil das ein wirkliches Problem ist. Viele Arbeitgeber, das wurde ja vor allem von Ihnen auch aus Sicht der Feuerwehr geschildert, viele Arbeitgeber sagen es zwar nicht offen, aber lassen seltenst freiwillig jemanden in den Dienst gehen. Weshalb wir tatsächlich auch der Auffassung sind, dass man über eine attraktive Freistellungsregelung, das haben wir jetzt ein bisschen verklausuliert, sonst hätten wir reinschreiben müssen, Freistellungspflicht, aber Pflicht wollten wir ja jetzt gerade nicht verwenden,
Im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass man dem Arbeitgeber schon wesentlich stärker auch die Fessel anlegen muss, diese Möglichkeit zu eröffnen, den Dienst überhaupt wahrzunehmen. Des Weiteren kam der Vorschlag, ein eigenes Schulfach. Wir haben es jetzt Ehrenamt genannt, das sind alles nur Platzhalter. Das muss natürlich anders formuliert werden. In Brandenburg habe ich mir sagen lassen, in Mecklenburg-Vorpommern habe ich mir sagen lassen, gibt es ein Schulfach Feuerwehr. Und Beschlusslage, jetzt sitzen zwei Mecklenburg-Vorpommern nebeneinander, jetzt, aber ich habe mir sagen lassen, es gäbe es da. Ist ein Ansatz zu sagen, man bringt es schon in der Schule mehr ein. Dann sollte das bei den Einstellungskriterien auf kommunaler Ebene für kommunale Tätigkeiten im öffentlichen Dienst eine Rolle spielen. Wir können uns vorstellen, Brandschutzerziehungsteams bereits in den Kindertagesstätten, die Gewährleistung der Einsatzfähigkeit, das ist ganz wichtig. Dazu gehört sowohl die Finanzausstattung, es wurde mehrfach angesprochen, dass vor Ort teilweise auch aufgrund der wirklich katastrophalen kommunalen Finanzausstattung die Einsatzkräfte nicht immer mit dem modernsten und neuesten Material ausgestattet sind, sondern im Gegenteil warten müssen. Und haben die Rentenanwartschaften sehr intensiv, die stehen sehr weit unten, aber eigentlich als den zentralen Punkt herausgearbeitet, der stand bei euch jetzt auch da drin, hat natürlich jemand im jüngeren Alter gesagt, ja mit 17 interessiert mich jetzt nicht, was ich in 50 Jahren mal als Rente bekomme, aber das ist natürlich nicht nur gemeint beim Freiwilligendienst für die ganz Jungen, sondern ja durch den ganzen Zeitraum des Lebens hindurch. Und was uns auch noch wichtig ist, was bisher nicht der Fall ist, dass die Berufs-, Freiwilligen- und Hilfsorganisationen gleich behandelt werden. Bei der Dienstpflicht, das ist die letzte Folie, haben wir uns im Wesentlichen darauf fokussiert, uns daran zu orientieren, wie es denn mal gewesen ist. Sie ist ja auch nur ausgesetzt. Das heißt im Prinzip Bundeswehr, Zivildienst und natürlich auch die Unterstützung über mehrere Jahre, Feuerwehr, THW. Dazu könnten wir uns vorstellen, ist auch schon angesprochen worden, kulturelle Einrichtungen oder auch ökologische, soziale Dinge anzugehen, also dieses Feld weiter zu erweitern, auch über längere Zeiträume, damit ist beispielsweise Feuerwehr und THW gemeint, um eine Bindung auch zu bekommen, auch die weißen Hilfsorganisationen, ältere Menschen sollten einbezogen werden, also weg bei der Dienstpflicht von der Frage, wir machen es direkt nur mit den Jungen, sondern tatsächlich auch über jedes Alter hinweg. Und dann muss man aber natürlich eine Priorisierung vornehmen. Wir können nicht bei 500.000 Menschen, die wir, oder 750.000 jungen Menschen, bei denen man dann nochmal 250.000 hat, die bei der Dienstpflicht sowieso nicht gezogen werden würden. Ich meine, wir alle wissen ja, wie es früher war. Es gibt ganz viele, die Tauglichkeitsgrad 5 hatten, wo wir auch nicht so genau wussten, wieso. Also sie haben ja nicht 100% derer, die sie entsprechend auch mustern, dass die auch alle dahin müssen. Von daher kann man mit ca. 500.000 Personen rechnen, die es da betrifft. Und dann müsste man eine Priorisierung vornehmen, wer Bundeswehr, wer Zivildienst, wer Feuerwehr, wer THW. Ja, und ganz am Schluss wäre es auch gut, wenn man bei dieser Frage, wenn man sie denn angeht, auch mehr europäisch in die Vernetzung geht. Das sind unsere Vorschläge. Das letzte haben wir nur deshalb noch mit aufgenommen, weil es drinsteht. Wir halten die andere Sache mit der Freiwilligkeit für reeller. Dankeschön. Bleib gleich hier. Nun kommen wir ja, vorhin ist mir das bei der Flexibilisierung aufgefallen, als Bettina sagte, Mensch, man muss ja nicht immer gleich denken, sozusagen nach der Schule 12 Monate, das kommt ja aus der Wehrpflichtzeit. Jetzt hat jetzt die Wehrpflicht hier in den Präsentationen eine relativ geringe Rolle gespielt, was bei der CDU ja vielleicht ein bisschen überraschend ist. Gibt es dafür eine Erklärung? War das in den Werkstattgesprächen auch so? Ich weiß nicht, wer möchte? Also es hat in unserer Diskussion nur an einem Moment eine Rolle gespielt, weil wir dann sofort, ich will es gar nicht erzählen, was der Kontext war, weil wir uns sofort klar gemacht haben, dass wir, wenn wir die Bundeswehr heute anschauen, alle Fachleute uns sagen, dass sozusagen eine Rückkehr in die Wehrpflichtarmee diese Organisation vor enorme Herausforderungen stellen würde, genau genommen gar nicht zu bewerkstelligen wäre. Und da wir ja nun auch inzwischen den Punkt haben, dass sogar in der Bundeswehr, wie sie heute ist, auch Frauen und Männer Dienst tun. Das heißt also auch dieser Punkt, wir sind einfach drüber weg. Wir sind drüber weg über das Gender-Thema und wir sind drüber weg über, wie man die Entscheidung auch im Nachhinein bewertet, über das Thema Wehrpflicht. Und da waren wir zumindest in unserer Gruppe auch sehr schnell drüber einig und haben deshalb drüber nachgedacht, gerne weiter, wie das mit Freiwilligendiensten oder einer Dienstpflicht, die auch der Bundeswehr interessierte junge Menschen noch mehr zuführen könnte, die dann aber dort eben sozusagen in kleinerer Zahl ankommen und als freiwillige Dienst tun, so wie wir heute auch schon welche haben, aber eben nicht genug. Erinnert mich stark an den Satz von Markus Söder auf dem CDU-Parteitag,
als Antwort auf manch einen Parteikollegen, der sagt, ich stehe wie ein Fels in der Brandung, da ist schon gar kein Wasser mehr. Ne? Die Ausführungen gerade eben gingen so ein bisschen in die Richtung. Wir haben es ein bisschen ausführlicher diskutiert. Ja. Bei uns ist dann vor allem gekippt an dem Gender und an dem Staatsangehörigkeitsargument. Ich würde aber gerne einen zweiten Wettbewerbsbeitrag noch einsteuern. Das Wort Zivildienst kommt ja im Grundgesetz nicht bei Wehrpflicht vor. Das könnte man auch noch mal drüber nachdenken, ob das für das, was wir diskutieren, vielleicht fruchtbar machen könnten. Ja, nehmen wir mit Sicherheit auf, wobei ich natürlich als Verteidigungspolitiker sage, alles, was die Bundeswehr stärkt und Dienst in der Bundeswehr, ist eine auch sehr herausragende und, glaube ich, positive Sache, hinter der wir ja in jedem Fall stehen. Im Gespräch mit einer meiner Töchter habe ich jetzt über gerade diese Frage, weil ich erzählte, was machst du nächste Woche in Berlin? Und dann kommt man ja mal so ins Reden. Und dann sagte die irgendwann zu mir, Papa, und was bringt mir das? Und da fing ich dann ehrlich gesagt auch erstmal mit der Rentengeschichte an und die Antwort sage ich jetzt lieber nicht. Aber in der Tat, das war so die Motivlage, ne? Christian, wie du gerade gesagt hast, in 50 Jahren. Was können wir jetzt sozusagen, was würdet ihr sagen, was sage ich jetzt meiner Tochter, wenn ich jetzt am Freitag nach Hause fahre? Warum soll sie es machen? Also ich sage meinen Kindern, wie alt ist deine Tochter? 14. Gut, meine sind ein bisschen älter, aber die sind ja heute alle irgendwie gleich alt und ähnlich unterwegs in den Social Media. Ich sage meinen Kindern immer, ihr habt auch eine Verantwortung für dieses Land, das irgendwann mal von meinen Großeltern mit aufgebaut wurde und meinen Eltern immer noch. Und euch geht es verdammt gut. Wir haben die beste Verfassung, in Anführungszeichen, die es auf der Welt gibt. Und die lässt sich nicht einfach so aufrechterhalten, wenn man der Meinung ist, dass alles immer über den Staat laufen muss, sondern man muss auch selbst mal was leisten. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, alleine im Pflegebereich fehlen uns 5.000 Personen. Wo sollen wir die alle hernehmen auf einmal? Das ist ein Riesenproblem und in anderen Bereichen auch. Dann finde ich, kann man, wenn es einem so gut geht und wenn man in einem so tollen Staat wohnt, kann man auch was zurückgeben. Und das ist ja etwas, was im Ehrenamt bei den Hilfsdiensten wieder uns allen zugutekommt. Der Staat sind ja wir, das ist ja niemand anderes. Bettina, bitte. Da ich auch Töchter habe, kann ich das vielleicht auch nochmal ergänzen. Das ist sicherlich ein sehr gutes Argument. Ich stelle aber auch fest, dass die Jugendlichen wirklich eine Orientierungsherausforderung haben. Manche mehr, manche weniger. Und viele sind, wenn sie auch vielleicht sogar frühzeitig, weil wir das alles teilweise auch verkürzt haben mit der Schule, frühzeitig sozusagen dastehen und sagen, jetzt muss ich den nächsten Schritt gehen. Und das ist ja ein Meer von Möglichkeiten. Das ist auch toll in unserer Gesellschaft. Ein Hotspot der Entwicklung, wirklich. Wir haben so viele Chancen. Aber man muss ja mit der Fülle der Angebote auch zurechtkommen. Und dann kann es, glaube ich, eine gute Antwort sein. Ich bin auch sicher, dass das bei vielen verfängt, zu sagen, weißt du was, hier ist ein Katalog von Dingen, die im Rahmen dessen, dass du jetzt sowieso einen Schritt in diese Richtung machen musst, kannst du dir da was überlegen und etwas ausprobieren, triffst auf Leute, die du nie gesehen hast, vielleicht sonst auch oder nicht sehen würdest und kannst da sozusagen für deine nächsten Schritte neue Erkenntnisse gewinnen. Natürlich müssen die Jugendlichen uns das auch ein Stück weit abnehmen, aber ehrlich gesagt, wäre es eine Pflicht, würde man auch weniger darüber diskutieren. Das ganze Argumentieren für diese Freiwilligendienste würde ja sozusagen wegfallen, weil letztlich man sagen würde, das ist eine Erwartung der Gesellschaft an dich. Und hier ist aber auch ein Strauß von Möglichkeiten. Ein letzter Punkt, der bei uns in der Werkstatt eine große Rolle, also eine gute und wichtige Rolle aus meiner Sicht gespielt hat, auch wenn wir nur kurz dran verweilt sind. Es gibt auch Jugendliche in diesem Land, die sind nicht den ganzen Tag mit ihren Eltern in Diskussionen darüber, wie sie am besten ihr Leben gestalten, sondern die haben vielleicht gar nicht so viele Ansprechpartner dafür. Für die wäre eine Dienstpflicht vielleicht auch eine sehr gute Chance, weil es auf sie zukäme und weil man sie sozusagen damit konfrontieren würde. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie man sie vielleicht auch beraten kann. Und dann hätten sie vielleicht an dem Punkt eine Möglichkeit, auch aus ihrem Milieu oder ihrer persönlichen, ihrem Umstand, ihren Bedingungen sich ein Stück weit herauszubewegen, einfach weil da etwas ist, dem sie nicht ausweichen können, das ihnen aber auch, wenn wir es richtig gestalten, viele Chancen bieten kann. Ich glaube, an die müssen wir auch denken, nicht nur die, die sowieso eigentlich dauernd gehalten sind und beraten sind, wie sie ihr Leben optimieren können. Herzlichen Dank. Darf ich noch mal einmal ganz kurz auf die andere Seite sozusagen wechseln? Ihr habt ja auch Leute dabei gehabt, die in Organisationen tätig sind, wo dann später diese jungen Menschen ihren Dienst tun würden. Gab es irgendwo eine Organisation, die gesagt hatten, ja, wenn die halt kommen, dann kommen die, aber so richtig gebrauchen können wir die nicht und dann müssen wir uns wahnsinnig umstellen. Das verursacht viele, viele Aufwendungen oder gab es da überwiegend eine ganz positive Resonanz?
Ich glaube, ich muss ehrlicherweise sagen, dass es bei uns aus der Ecke eher eine negative Resonanz zu den Pflichtgedanken kam. Die Organisationen wollen natürlich gerne Menschen haben, die dann wirklich motiviert sind. Ich glaube, es gehört auch der Fairness dazu, zu sagen, natürlich haben die alle formale Freiwilligendienstprogramme, die auch gut laufen und mehr oder weniger gut laufen, aber die auch eine Eigendynamik haben, die natürlich massiv eingegriffen werden würde. Es war heute nicht hier, es gibt durchaus auch Stellungnahmen, also Rote Kreuz hat sich förmlich positioniert für ein Pflichtjahr. Ja. Bei uns in der Gruppe waren heute vielleicht, Frage, wen hat das heute angezogen, waren eher die, die das kritisch sehen. Okay, vielen Dank. Ja, gibt es aus Ihren Reihen noch Anmerkungen, Fragen, Kommentare, Lob, Kritik? Bitteschön. Wollen Sie an das Mikrofon da gehen? Ist das möglich? Dann verstehen wir Sie alle am besten. Guten Tag, mein Name ist Katja Gelinski von der Adenauer Stiftung. Mir kam sowohl bei uns im Werkstattgespräch, da wurde es nur kurz angerissen, aber offenbar auch in den anderen zu kurz, der Punkt Integration und Ausländer. Ich glaube, auch aus juristischer Sicht müsste man sich noch mal genau darüber Gedanken machen, wen man überhaupt integrieren möchte. Und auch wenn man sich überlegt, dass es, wenn man irgendwann zu einer Dienstpflicht kommt, sicherlich Leute gibt, die dann vor Gericht ziehen, überlegen, wie man diesen Integrationsgedanken plausibel macht. Und wenn man dann gerade Ausländer zum Beispiel ausklammert, dann ist das vielleicht nicht so plausibel. Andererseits muss man sich natürlich überlegen, was für eine Regelung man findet bei jungen EU-Bürgern, die dann womöglich in ihrem eigenen Land, siehe Frankreich, schon einer Dienstpflicht unterliegen. Und dann sollte man sicherlich auch überlegen, von welchem Stadium an man diejenigen, die bei uns Asyl beantragen, mit einbezieht. Danke. Ja. Dankeschön. Das sind wichtige Fragen. Ich will aus dem Zivildienst noch mal erzählen, dass es dort wirklich herrliche Geschichten gab von jungen Männern, die aufgrund ihrer kulturellen Prägung mit einem sehr traditionellen Frauenbild in den Zivildienst hineingegangen sind. Also Frauen haben ja gar nichts zu sagen. Und dann auf eine deutsche Oberschwester gestoßen sind. Und nach einem Jahr Zusammenarbeit, beziehungsweise genauer gesagt, nachdem die Oberschwester in der ersten Woche klar gemacht hat, wer hier das Sagen hat und wer zuhört, hatten die ein anderes Frauenbild. Und ich glaube, das hat unserer Gesellschaft sehr, sehr gut getan. Ich würde das gerne auch noch ergänzen. Also einmal sozusagen über den Nutzen für Integrationserfordernisse, auch eines solchen Pflichtjahres, aber auch anderer Formen des Engagements natürlich. Da gibt es sicher keinen Zweifel, aber ja, also Ihre Frage war ja so ein bisschen auch die nach der rechtlichen Ausgestaltung. Also wen sozusagen will man überhaupt jemanden nicht dabei haben oder wie ginge das denn mit Menschen, die einen anderen Pass haben? Und ich habe darüber noch nicht erschöpfend nachgedacht, wir haben es auch nicht diskutiert, aber ich würde trotzdem gerne antworten. Es ist schon, glaube ich, richtig und so habe ich unsere Diskussion auch mittelbar verstanden. Wir stellen sozusagen das Staatsgebilde, das ja unser Gemeinwesen sozusagen stützt und ordnet, nicht in Frage, sondern wir wollen es damit ja eigentlich auch stärken. Und wir wollen ja insbesondere für die Menschen, die zu uns gekommen sind und irgendwann vielleicht sogar auch ihren Pass haben oder vielleicht obwohl sie kulturell anders geprägt sind, aber schon Deutsche sind in einer wievielten Generation, wir wollen sozusagen eine Identität und Identifikation mit diesem Staat letztlich als Klammer um unser Gemeinwesen ja auch stiften. Und natürlich in seiner europäischen Vernetzung, das habe ich schon gesagt. Also ich glaube, dass wir da auch den Mut haben sollten zu sagen, dann ist es vielleicht sogar so, dass nicht jeder mitmachen kann, nicht jeder erfasst werden wird, aber vielleicht ist es ja sogar, wenn es gut ist, noch ein Anreiz, sich hier einzubringen und vielleicht sogar Staatsbürger zu werden. Also ich glaube, das sollten wir nicht, das ist einfach ein Bezugspunkt, der ist sehr wichtig und für unsere Sozialpolitik und Politik für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sollten wir das auch anerkennen. Ja. Vielleicht nur, diese Frage stellt sich ja nur bei der Pflicht, bei der anderen Sache ja eher nicht, bei den Grundsätzen, die ich vorher angesprochen habe, mit der Frage, ob wir einen extra Tag haben, ob wir das koordinieren und Ähnliches, ist es selbstverständlich, dass das für alle gilt, die hier wohnen. Ich selbst kenne auch ganz viele Migranten, die in diesen Organisationen sind. Also es ist ja eher eine Pflichtfrage. Vielen Dank. Ich habe jetzt 4 weitere Wortmeldungen. Roderich wäre der Erste. Dann gehen wir sie einfach durch, wenn Sie schon freundlicherweise sich zu den Mikrofonen nach und nach begeben.
würden. Bitte schön, wir fassen die mal zusammen. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Roderich Kiesewetter, Bundestag. Und ich hatte davor fast 3 Jahrzehnte Dienst in der Bundeswehr. Aber ich bin sehr dankbar. Christian Baldorf hat einen ganz entscheidenden Punkt gesagt. Er hat eine Größenordnung genannt. 500.000 Menschen. Und Bettina Wiesmann und Herr Kreuter haben es auch mit Kosten verbunden. Ich will auf einen Aspekt hinaus. Wenn wir sagen, wir wollen jedes Jahr 500.000 Menschen begeistern, so einen Dienst zu leisten, brauchen wir nicht nur die Infrastruktur, sondern wir müssen Sinn vermitteln. Und ich glaube, dass gerade die freiwilligen Dienste, die schon bestehen und die Blaulichtorganisation, wie auch inzwischen in einem sehr abgestuften Maße die Bundeswehr, erheblich zur Sinnvermittlung beiträgt. Und das möchte ich gegenspiegeln zum Pflichtgedanken. Ich glaube, wir sind als CDU gut beraten, wenn wir in der Begrifflichkeit Begriffe wählen wie Deutschlandjahr oder Deutschlanddienst, Europajahr oder Vergleichbares, dass wir aber wirklich die breite gesellschaftliche Debatte suchen und Mehrheiten suchen, ob für Pflicht- oder Freiwilligendienst, und in den Mittelpunkt stellen als Christdemokraten, dass der Sinn das Entscheidende ist. Und wenn ich den Sinn habe und junge Menschen begeistern kann, es zu tun, kann ich mit Anreizpunkten kommen. Letzter Gedanke, wir waren als Partei schon mal im Jahr 2015 recht weit. Da haben wir breit einstimmig in Karlsruhe einen Freiwilligendienstantrag verabschiedet mit einer Öffnung bis zu 400.000. Und Schäuble, notabene, heute redet man ungern drüber, hat als Finanzminister damals gesagt, nicht Lebenszeitverkürzung, sondern ich gebe euch einen Rentenpunkt. Das haben wir damals alles verabschiedet. Ich will es nur öffnen, dass wir nicht nur sagen Freiwilligkeit, sondern ergebnisoffen am Ende sagen, unser Dienst für Deutschland vermittelt Sinn, egal ob über Pflicht oder Freiwilligkeit. Und von dem Winkel her, glaube ich, können wir die Diskussion gut kanalisieren. Dankeschön. Dankeschön. Ein Beitrag, Herr Oberstleutnant, wollen Sie vielleicht als Nächster und dann die beiden Damen, ja. Ja, schönen guten Tag, Herr Nickel, mein Name. Ich bin bei der Bundeswehr Offizier, Oberstleutnant, und bei der CDU Hamburg. Und ich war in der Gruppe 1 und wir haben ja ganz kurz über das Thema Wehrpflicht gesprochen, mit einem leidenschaftlichen Appell natürlich von mir, mit dem Phantomschmerz eines Soldaten. Ich glaube allerdings, dass wir, wenn wir über dieses Thema reden, Dienstpflicht oder Deutschland, ja, wie auch immer, also Pflicht oder Freiwilligkeit, wenn wir wissen, Freiwilligkeit führt es nicht zu dem Ziel, reden wir über Pflicht, wie auch immer das heißt. Und eine Diskussion zu sagen, wir reden über Dienstpflicht und irgendwann mal nebenbei über die Wehrpflicht oder danach, ich glaube, das haltet unsere Gesellschaft nicht aus. Deswegen gehört das schon zusammen. Wir müssen als Partei uns entscheiden, wollen wir eine Form haben, wo Menschen Dienst leisten. Und ich bin der Auffassung und viele andere in meinem Uniformrock, auch von der Marine und von der Luftwaffe, dass die die Wehrpflicht sein kann. Das haben wir jetzt schon. Ich stimme zu, Gleichberechtigung muss gelten, dafür brauchen wir eine Änderung. Und wenn Experten Ihnen sagen, und da gibt es ganz viele, ich bin sicherlich keiner als Oberstleutnant für die gesamte Bundeswehr, aber ich glaube, wenn wir die Bundeswehr mit der Wehrpflicht von damals vergleichen, gebe ich Ihnen recht, das funktioniert nicht. Aber man kann die Wehrpflicht auch neu gedenken, mit neuen Ansätzen, mit Blockterminen und so weiter. Deswegen glaube ich, wir sollten in der Diskussion Dienstpflicht nicht Wehrpflicht von vornherein ausklammern, sondern vielleicht nutzen als Vehikel, um durch den Ersatzdienst die Dienstpflicht zu bekommen. Nur als Überlegung, als Anregung, vielleicht kann man das nicht ganz wegwischen, weil ich glaube, in der Partei ist das doch ein wichtiger Aspekt, der noch auf der Seele brennt. Danke. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, guten Tag. Mein Name ist Bianca Erdmann-Reusch. Ich komme nun aus Sachsen von der Frauenunion, im Landesvorstand. Und ein Thema, was mich sehr interessiert, ist das Thema, wir sind hier der Bundesfachausschuss gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das heißt, dieses Dienstpflichtjahr oder wie immer wir das nennen wollen, dieses Gesellschaftsjahr, dieses Bürgerjahr, soll ja irgendwo auch dazu führen, dass wir als Gesellschaft wieder mehr zusammenstehen. Das heißt, wenn wir das nur auf junge Menschen ausdehnen, ist das mir persönlich viel zu wenig. Wir wollen eine gesellschaftliche Haltung verändern und die lässt sich nicht in einem kurzen Zeitraum verändern, wenn überhaupt, sondern das sollte meiner Meinung nach über eine Lebenszeit laufen oder zumindest eine lange Zeit. Deshalb sollten diese Pflicht oder wie auch immer, dieses Engagement möchte ich jetzt einmal nennen, eigentlich wie ein Konto geführt werden, dass man sagt, der eine möchte, kann seine berufliche Laufbahn in jungen Jahren realisieren, kann dann später etwas ansparen, kann vielleicht später auch in die Gesellschaft etwas einbringen und wir können auch jetzt auch die Älteren mit reinbeziehen, die zum Beispiel nach Abschluss ihrer Berufstätigkeit ein Gesellschaftsjahr
verbringen. Und dann kommt die Diskussion Rentenpunkt wieder rein. Junge Leute interessiert das vielleicht nicht so sehr. Aber wir gehen dann auch in eine Situation der Altersarmut hinein. Zumindest wird sie immer wieder diskutiert. Warum sollen wir nicht auch älteren Menschen die Möglichkeit erschaffen, nochmal, wenn sie sich ein Jahr für die Gesellschaft engagieren und dort einen Dienst an der Gesellschaft bewirken, sich auch dort etwas im Sinne des Rentenpunktes zu erarbeiten. Ich glaube, wir können dort etwas für die ganze Gesellschaft schaffen und nicht nur für einzelne Gruppen. Und das natürlich über alle Gruppen ja, der Gesellschaft hinweg. Danke. Die Dame am Pfeiler, Sie hatten sich noch gemeldet und dann Herr. Ich habe mich zwar nicht gemeldet gehabt, aber jetzt finde ich es toll, dass ich am Mikro bin. Okay, genau, Lisi Meyer, ich bin vom Deutschen Bundesjugendring und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, vertrete hier sozusagen Jugendverbandstrukturen. Wir stehen ganz stark für ein Freiwilligkeitsprinzip, habe das auch in meine Arbeitsgruppe einbringen können, die Argumente, die Sie dann auch vorher lesen konnten. Was mir nur bei den ganzen Folien aufgefallen ist, und das möchte ich nochmal spiegeln, und deshalb ist es doch gut, dass ich hier stehe. Subsidiarität ist ein wichtiges Momentum, dem sich ja die CDU immer verschrieben hat. Und dann, wenn man sagt, man möchte von Bundesebene weg was steuern, was sich in verschiedener Art und Weise immer wieder hier wiedergefunden hat, dass man Dinge zusammenführen möchte auf einer deutschen Ebene und sozusagen das national steuern möchte, da würde ich bitten, nur mal sehr vorsichtig damit umzugehen, weil wir sehr gute Erfahrungen machen im Freiwilligendienst damit, dass wir sagen, die bundeszentralen Trägerstrukturen werden aus der Zivilgesellschaft heraus aktiv, um diesen Dienst zu gestalten, das Bildungsprogramm zu gestalten, die Verantwortung dafür zu übernehmen und die Zivilgesellschaft dadurch eingebunden ist in diesen Freiwilligendienst. Und das muss, wenn ein Pflichtdienst kommt, genauso sein. Dankeschön. Mein Name ist Thomas Kleinschüttger, ich komme aus dem CDU-CSU-Arbeitskreis BMVG. Ich möchte da Folgendes nur zu sagen, ich finde den Begriff Deutschlanddienst sehr wichtig, weil man einerseits dort die Möglichkeit hat, das Ganze in dem Begriff sowohl Freiwilligkeit als auch Pflichtdienst wird dort darin vereint. Das Zweite ist, man kann das auf die Lebenszeit, der Begriff spiegelt auch wieder, dass man das auf ein Lebenszeitkonto widerspiegeln kann. Es muss nicht der Begriff eines Jahres sein, es können 9 Monate, es können 6 Monate sein. Vor allen Dingen hat es einen Vorteil, wenn wir eine Pflicht haben, sind wir gebunden. Haben wir einen Deutschlanddienst, vom Begriff her, können wir es relativ schnell auch mit einem möglichen Koalitionspartner umsetzen. Das sollte unser Ziel sein, dass wir da in diese Richtung gehen, dass die Umsetzbarkeit dieses hehren Zieles, Deutschland eine Sozialgemeinschaft nach außen hin dastehen zu lassen, dass wir das auch mit in unsere Politik konkret einbringen können, dass das nicht nachher eine Totgeburt ist. Deshalb plädiere ich dafür, diesen Begriff dienstlich in Deutschland Dienst umzubinden. Dankeschön, Prinz Kreu. Ja, Albrecht von Kreu, Vizepräsident des Malteser Hilfsdienstes, weil wir angesprochen worden sind. Verehrte Herren, ich will, maße mir nicht an, für Sie alle mitzusprechen, möchte aber doch auf eines hinweisen. Wir sind von Ihnen angesprochen worden, dass wir diejenigen sind, die auch den Sinn vermitteln sollen und müssen. Ich möchte mich noch nicht festlegen, jedenfalls nicht für meine Organisation, ob der heutige Tag dazu geführt hat, dass ich für ein Pflichtjahr bin. Ich möchte aber ganz sicher diese Aufgabe, die Sie uns gestellt haben, mitnehmen und auch in einem Sinne für jetzt schon mal beantworten. Was macht eine Zivilgesellschaft eigentlich zivil? Was ist das Zivile an einer Zivilgesellschaft? Wie gehen wir miteinander um? Wo lernen wir denn emotionale Intelligenz oder soziales Verhalten? Lernen wir das auf unseren Arbeitsstellen irgendwann im Alter von 40, 50? Jeder kann das für sich beantworten und die Mehrzahl, vermute ich, wird die Antwort eindeutig sein. Oder lernen wir das in den Schulen? Oder lernen wir das noch in den Elternhäusern? Oder lernen wir das in Organisationen wie den Maltesern, den Johannitern, dem Roten Kreuz, dem DLRG und auch der ASB, wenn er nicht da ist, soll das auch erwähnt werden. Lernen wir das dort und nehmen wir als Hilfsorganisation diese Aufgabe auch ernst, die Vermittlung. Da bin ich bei Ihnen. Darüber müssen wir nachdenken, darüber haben wir schon nachgedacht und wir müssen vielleicht auch noch mehr, als wir es tun, Dienste in diese Richtung entwickeln. Und zum allem Schluss sei gesagt, und weil das so ist, sind wir eben deutlich mehr als Blaulichtorganisation. Danke. Ja, ich bitte sehr um Verständnis dafür, dass wir leider jetzt
zum Schluss dieser Diskussion heute kommen müssen. Aber ich glaube, alle merken ja, das geht weiter. Das können wir heute nicht entscheiden. Da gibt es unheimlich viele Aspekte. Die Frage der Pflicht ist ja nur eine, ist ja nur ein Aspekt, wo wir heute auch alle gesagt haben, Mensch, darüber müssen wir nochmal nachdenken. Und ich muss jetzt als Jurist sagen, ich habe mich dem natürlich sehr, sehr, sehr kritisch genähert. Aber so das Argument, Bettina, was du vorhin gesagt hast, wenn wir die Pflicht haben, dann brauchen wir gar nicht mehr lange diskutieren. Haben wir mal einen Punkt. Das ist natürlich auch schon eine Sache, ja, da muss man auch in der Begründung natürlich dieser Maßnahme, die ja dann auch eine Maßnahme ist, die eine Inanspruchnahme von Individuen formuliert, das kann auch durchaus eine Begründung sein. Ich glaube, Annegret, du hast einen tollen, bereichernden Anstoß gegeben. Das ist ein unheimlich bereichernder Anspruch für unsere Gesellschaft, für einzelne Menschen und natürlich auch für die Diskussionen in unserer Partei. Das haben wir wirklich jetzt ganz bestimmt 10, 15 Jahre nicht erlebt. Und allein dafür sind wir schon mal dankbar, dass wir diese Diskussion miteinander führen. Und ich glaube, es ist klar geworden, diese Gesellschaft dürstet nach Zusammenhalt. Und das kann Zusammenhalt geben. Was ich besonders interessant fand, und das hören wir ja auch aus unserer Jungen Union und von vielen jungen Menschen, diese jungen Menschen suchen auch Orientierung. Sie suchen auch und sollten auch suchen Lebensräume, wo sie Menschen treffen, die sie sonst nicht treffen. In unserer virtuellen Realität gibt es doch ein starkes Bedürfnis wieder nach analogem Zusammentreffen. Und da kann das auch einen Beitrag leisten. Es ist vollkommen klar, dass die Wertschätzung für einen Dienst in der Bundeswehr bei der CDU eine ganz hohe Priorität hat, aber dass wir hier über weit mehr nachdenken, selbstverständlich alle Geschlechter, selbstverständlich nicht nur die deutsche Nationalität, sondern darüber hinaus. Aber selbstverständlich, das darf ich auch generationenübergreifend sagen, und das möchte ich halt auch meiner Tochter sagen, das ist nicht eine erneute Inanspruchnahme der jungen Generation, die ja schon manches auf den Schultern hat. Staatlich sind wir etwas überschuldet. Da ist eine Rentenfrage der Zukunft zu beantworten und dass die dann, wenn sie es machen, auch etwas davon haben. Nicht nur immateriell, aber auch, das ist nicht unanständig, sondern notwendig, auch materiell. Das heißt, wer uns hilft, dem helfen auch wir. Und dann werden wir, ich habe Annegret schon gesagt, wir müssen über den Namen nochmal miteinander reden. Hier gibt es viele tolle Vorschläge. Ich habe einen Wettbewerb ausgerufen. Keine Ahnung, wann der endet, aber muss der Bundesgeschäftsführer vielleicht mal sagen, was da tunlich ist. Aber ich glaube, da können wir auch viele gute Vorschläge mitnehmen. Vielen herzlichen Dank, darf ich sagen, stellvertretend für all diejenigen, die in den drei Werkstätten mitdiskutiert haben, euch dreien. Vielen herzlichen Dank für die Präsentation, für das Hiersein, und es hat jetzt unsere Parteivorsitzende das Wort zum Schluss der Veranstaltung. Vielen Dank allen. Lieber Jo Wadefuhl, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass diese Werkstatt und dass vor allen Dingen die Ergebnisse, die Präsentation der Ergebnisse gehalten hat, was wir uns alle, was ich mir auch persönlich von dieser Werkstatt versprochen habe. Es ist zum einen ganz deutlich geworden, dass diejenigen, die auch diese politische Diskussion so versucht haben zu diskreditieren nach dem Motto, da kommt jetzt die CDU mit so einem dumpfen Vorschlag, irgendwie Pflicht für alle und das wird morgen eingeführt und umsonst macht man sich nichts Gedanken, weit, weit, weit von der Realität entfernt ist. Und das Beeindruckendste auch jetzt aus den Ergebnissen, und zwar insbesondere auch aus den Werkstätten, wo auch die Jüngeren und die Jugendlichen selbst mitdiskutiert haben, ist, dass es in der Tat ein Bedürfnis nach Sinn, ein Bedürfnis nach Zusammenhalt, ein Bedürfnis auch nach Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit gibt. Und wir sind uns einig, dass wir dieses Bedürfnis auch im konstruktiven und im positiven Sinne nutzen sollten und nutzen müssen. Und zwar zum einen für den Einzelnen selbst, aber zum anderen auch für unser Land. Und deswegen finde ich die Vorschläge, die es hier gegeben hat, auch vom Namen her, sehr gut und sehr beachtlich. Denn wir müssen in dem Vorschlag, zu dem wir am Ende kommen werden, deutlich machen, das ist ein Land, ein Ja, Ja für Deutschland, für dieses Land.
Und es ist ein Chancenjahr, es ist ein Jahr für sich selbst, weil man selbst die Möglichkeit hat, etwas auszuprobieren, mit anderen zusammenzukommen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist in einer Zeit, die ja doch sehr ökonomisch auch geprägt ist, ist das ein Asset an sich. Und das ist das Erste, was wir festhalten. Das zweite Ergebnis ist auch ganz klar. Das ist der zweite Vorwurf, der im Raum stand. Die CDU macht das nur, damit wir billige Arbeitskräfte, billige Pflegekräfte, vor allen Dingen im sozialen Bereich haben. Auch hier ist ganz deutlich geworden, wer ein solches Deutschland-Chancenjahr einführen will, und zwar jetzt erstmal egal, ob freiwillig oder verpflichtend, der muss richtig gute Rahmenbedingungen schaffen und dem muss es auch etwas wert sein. Ein Deutschlandjahr zum Nulltarif kann es nicht geben, wird es nicht geben. Auch das ist schon mal ein klarer Befund und ist auch wichtig festzuhalten. Der dritte Punkt, und das hat mich sehr überrascht heute. Ich kann mich noch gut, Peter Tauber hat heute Morgen von den Debatten auf dem Bundesparteitag erzählt. Ich kann mich noch gut an Debatten auf dem Bundesparteitag erzählen, wo es auch schon um diese Frage ging, wo das große Argument immer war, ja, kann man machen, aber auf keinen Fall für Frauen. Weil Frauen tragen sowieso schon mehr Pakete als andere, dadurch, dass sie Familie sich noch kümmern, dass sie Nachteile dann auch im Beruf haben, in der Biografie, ausgeschlossen. Heute stelle ich fest, und das war die Rückmeldung aus allen Werkstätten, es hat keinen einzigen und auch keine einzige gegeben, die gesagt hat, Dienstpflicht ja, aber nur für Männer, nicht für Frauen. Also das Thema hat sich einfach gesellschaftlich weiterentwickelt und das halte ich auch für richtig. Weiterentwickeln müssen wir, und das ist mir ein großes Anliegen, aber eben auch die Frage, wie binden wir eigentlich diejenigen ein, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, die einen Migrationshintergrund haben, die vielleicht noch nicht so lange da sind, einen, sagen wir mal, aber trotzdem verfestigten Aufenthaltstitel. Und wie können wir ihnen auch über ein solches Angebot oder eine solche Pflicht die Möglichkeit geben, sich in diese Gesellschaft auch mit einzubringen und auch zu spüren, sie sind ein akzeptierter Teil dieser Gesellschaft. Das ist im Übrigen etwas, was wir gerade auch bei Wehrdienstleistenden oder auch diejenigen, die es als Beruf machen mit Migrationshintergrund, ganz stark feststellen. Und mein Eindruck ist, was bei denen dieses Wir dienen Deutschland, und das ist uns wirklich ein inneres Anliegen, oft viel tiefer sitzt und weiter verbreitet ist als bei manch anderem. Und ich glaube, das ist ein positiver Asset. Da gibt es Wege in Frankreich, das kann man sich einmal anschauen, was wir davon hier übernehmen könnten. Der vierte Punkt, ich glaube, am Ende unserer Debatte ist es gar nicht so sehr entscheidend und wir sollten auch nicht an dieser Frage uns jetzt nur festbeißen, ob wir es verpflichtend oder freiwillig machen. Man hat heute gesehen, es ist ein langer Weg bis dahin. Auch wenn man am Ende zu einer Pflicht kommt, muss man viele Rahmenbedingungen umstrukturieren, vieles rechtlich regeln. Und wir haben heute ja schon eine ganze Reihe von Vorschlägen gesehen, die alleine, wenn wir sie jetzt schnell umsetzen würden, schon zu einer deutlichen Verbesserung des ehrenamtlichen Engagements führen. Das ist schon mal ein Benefit, der dazu liegt. Und deswegen sollten wir uns nicht nur mit der Grundsatzfrage beschäftigen, sondern wirklich auch einen Weg aufzeigen, wie man sich vielleicht auch in ein verpflichtendes Angebot hineinentwickeln kann. Und vielleicht sind die Schritte dann auf einem freiwilligen Weg nachher so überzeugend und so gut, dass wir, und das hat Peter Tauber heute Morgen zu Recht angesprochen, am Ende nur noch ein kleines Gap haben. Aber über dieses Gap würde ich gern sprechen und das ist, ich will aus meiner Meinung auch am heutigen Tage kein Geheimnis machen. Was aus meiner Sicht am Ende für eine verpflichtende Lösung sprechen würde, ist die Tatsache, dass wir auch heute schon bei dem Thema Freiwilligkeit eben feststellen, dass wir gewisse Gruppen in unserer Gesellschaft über die Freiwilligkeit nicht erreichen. Und ich finde, das ist ein Potenzial, das wir liegen lassen. Das ist im Übrigen auch ein Potenzial für die Betroffenen selbst, weil sie vielleicht gar nicht die Anregung haben oder die Anregung erhalten, aus sich etwas selbst zu machen. Ich will das vielleicht mit einem kurzen persönlichen Beispiel schildern. Als ich Bevollmächtigte für die deutsch-französischen kulturellen Beziehungen war, das war gerade das Élysée-Jubiläumsjahr, da hatten wir sozusagen als Geburtstagsgeschenk mit
Jazzmusikern und mit Wissenschaftlern ein kulturelles Projekt aufgelegt, eine multimediale Show, die gezeigt hat, aufsetzend auf der Reise von Adenauer zu de Gaulle nach Frankreich, was würde eigentlich passieren, wenn Europa damals gescheitert wäre und wenn wir heute eine Situation hätten, einen Kontinent im Konflikt miteinander, verarmt, ohne Zukunftschancen und eine Situation, dass junge Menschen versuchen, aus Europa zu fliehen in einen anderen Kontinent, wo sie bessere Chancen haben. Also einfach die Umkehr der Sichtweisen. Und wir sind mit dieser Multimedia-Show durch viele Stationen gereist. Wir waren im Europäischen Parlament, wir waren in vielen Schulklassen. Und das war, das muss man ganz offen sagen, oft die gleiche Gruppe von jungen Menschen, die wir da erreicht haben. Es waren Abiturienten, es waren Studentinnen und Studenten, aber eben nur die. Und dann hatten wir hier im Weltsaal des Auswärtigen Amtes eine Veranstaltung mit eben diesem Tool, und das war schon schwere Kost, wo wir ganz bewusst gesagt haben, wir laden andere Jugendliche ein. Jugendliche auch hier aus sozialen Brennpunkten, aus Frankreich und aus Deutschland, also Banlieue Paris und hier die entsprechenden Gebiete auch in Berlin. Und da gab es vorher unendlich viele Widerstände, unendlich viele Sorgen. Was wird das? Verstehen die das überhaupt? Wie ist das? Und ich kann nur sagen, von allen Stationen auf dieser Reise war das die beste und die intensivste Diskussion, weil sie ganz andere Fragen gestellt haben, ein ganz anderes Empfinden hatten. Und das hat mich gelehrt. Wir unterschätzen permanent Menschen, wir lassen sie hängen in ihren Lebensumständen. Und das ist gerade etwas, was mich als Vorsitzende einer Partei, die das C im Namen trägt, was mich nicht ruhen lässt. Und deswegen bin ich der Meinung, müssen wir, ob freiwillig oder verpflichtend, überlegen, was ist der Weg, um Potenziale für die Menschen selbst zu heben. Und wenn es eher die Pflicht ist, dann wäre das aus meiner Sicht ein starkes Argument. Und zum Schluss, ich finde den Ansatz sehr interessant zu sagen, das kann nicht nur etwas für die Jungen sein. Das könnte etwas sein, was man über die ganze Biografie ableisten kann oder etwas sein, was man eben auch, wenn man das aktive Arbeitsleben hinter sich hat, als einen Übergang nimmt aus dem aktiven Arbeitsleben in die Renten- oder Ruhephase hinein. Auch da ist Sinnstiftung unbedingt notwendig, weil wir auch heute sehen, dass neben der materiellen Frage im Alter die Frage der mangelnden sozialen Kontakte und der Vereinsamung eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft ist. Also ich muss feststellen, diese Werkstatt hat wirklich schon, ohne dass wir heute schon sagen, wir gehen in diesen Weg oder in diesen Weg, unglaublich viele positive Aspekte mit auf die Tagesordnung gehoben. Und deswegen darf ich mich bei allen bedanken, die wirklich daran mitgewirkt haben. Wir werden jetzt die Ergebnisse sammeln und sichern, werden daraus auch unterschiedliche Modelle und Vorschläge entwickeln. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen Vorschläge machen, die auch Hand und Fuß haben, wo man weiß, ja, man muss ein Grundgesetz ändern, ja, das kostet so und so viel, ja, das muss so und so verzahnt werden, denn es nützt nichts, nur auf der Metaebene zu sagen, hätten wir gerne und werden wir schon irgendwie hinbekommen. Und dass wir das dann auch in der Breite der Partei im nächsten Jahr diskutieren und dann eine Ableitung machen, was können wir eigentlich in die konkrete Arbeit auch zur Verbesserung des Ehrenamtes jetzt schon aufnehmen und was brauchen wir, wenn wir in unser Ziel, und darüber muss die Partei eben entscheiden, soll es am Ende eine breite Freiwilligkeit sein oder eben doch ein verpflichtendes Angebot, was müssen wir noch tun, damit wir bis dahin kommen. Und ich glaube, dann kümmern wir uns wirklich um ein Thema, von dem man am Ende sagen kann, wenn uns das gelingt, dann schaffen wir ein Stück mehr Zusammenhalt, ein Stück mehr Chancen und was Besseres kann uns als CDU eigentlich nicht passieren. In dem Sinne, vielen Dank dafür, dass Sie teilgenommen haben und Ihnen weiter einen schönen Tag, eine gute Restwoche und Sie können sich darauf verlassen, wir werden auf Ihre Expertise zurückkommen, denn das ist heute der Beginn der Arbeit, es ist nicht das Ende und gemäß und um dem Motto unseres Parteitages zu bleiben, also Ärmel hochkrempeln und weiterarbeiten. Vielen Dank und einen schönen Nachhauseweg. Danke.